Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Arc Alemia. Unsere Weltreise geht weiter. Ich sehe da drüben mit Entzücken eine Ruine. Ich bin nur so ungefähr 5 Meter weiter gelaufen als da, wo wir uns gerade ausgelockt haben. Wir haben beim letzten Mal diese tolle Höhle gefunden und da stand, wir brauchen irgendwas, damit wir da reinkommen. Und wir hatten ja schon mal einen Schlüssel in einem Schrank gefunden, der bei so einer Ruine rumstand. So, jetzt hoffe ich natürlich, ich weiß gar nicht mehr, wie der aussah, wo ich den habe. Also wenn, dann wahrscheinlich irgendwo in einem Strohhaus. Aber ich habe ihn jedenfalls jetzt hier nicht dabei. Ich hoffe natürlich, wir finden irgendwie nochmal so ein Ding. Also vielleicht gibt's ja... Was war das? Ha! Ach Gott, was soll das? Ich will da nur mal an so eine Kiste. Ich habe noch nicht mal eine gesehen. Ist aber nicht nett. Wollen wir hier mal schnell durch? Ne, hier scheint es keine zu geben. Weiß ich nicht. Also vielleicht ja, aber ich sehe keine. Mann, warum ist denn das, diese Grenze ist teilweise ein bisschen sehr nah. Also man wird ja wohl nochmal hier die Landschaft erkunden dürfen. Nun ja, gut, okay. So ein Schlüssel. Also wie gesagt, wir haben schon mal einen gefunden. Ich habe seitdem ja, das war gleich in der ersten. Das war allerdings ein Schrank und keine Kiste. Und ich habe seitdem, glaube ich, schon 3 weitere aufgemacht und keinen weiteren gefunden. Vielleicht muss man immer erst einen verbrauchen, bevor man den nächsten findet. Und ich kann mich aber irgendwie nicht mehr so richtig daran erinnern, dass das so ein echter Gegenstand war. Vielleicht ist das in irgendwie so einem Hintergrundinventar oder was weiß ich, keine Ahnung. Naja, wir reiten jedenfalls hier ein bisschen weiter, gucken uns die Gegend weiter an, kommen wir vielleicht auch nochmal in ein anderes Biom. Und da zu diesen spitzen Felsen zum Beispiel. Ja, und vielleicht... Och, komm! Also wirklich, was soll denn das? Das ist ein bisschen... Also das finde ich doof. Ich kann ja nicht mehr die Gegend erkunden. Naja, wir suchen uns mal eine Gegend, die ein bisschen netter zu uns ist. So, ich habe doch tatsächlich noch eine Ruine und tatsächlich auch noch eine Kiste gefunden. Müssen aber aufpassen. Hier in der Nähe sind nämlich auch Wölfe unterwegs. Searching. Heart of Palm. Jalton, was ist das denn für ein Zeug? Die Hälfte davon kenne ich überhaupt nicht. Was soll das sein? Was ist das? Vegetable harvested from the inner core, rich in fiber and vitamins. Hubs. Simply berry stew. Kann ich das nicht? Achso, ist wahrscheinlich noch die Laufzeit noch nicht abgelaufen. Interessant. Ich habe Suppe, ich habe überhaupt Essen gefunden. Ich hätte jetzt aber eigentlich viel lieber den Schlüssel für das Ding da hinten. Aber egal. Ja, da unten sind irgendwo Wölfe. Die haben allerdings erst Bären gejagt und dann wurden sie von Bären gejagt. Ansonsten sind ja Megatherien. Wir sind immer noch in dem Gebiet. Aber da oben sieht man schon, da ist irgendwas anderes. Und ja, ich hoffe, ich kann hier mal irgendwie wieder in Richtung Kante, ohne dass hier gleich dieses Hyänengekicher ertönt. Es nervt nämlich so ein bisschen. Es wäre schon nett, wenn man... Ich meine, hier ist ja extra eine Barrikade. Ich kann ja hier sowieso nicht rüber. Warum muss man denn dann 20 Meter davor noch diese Todeszone einführen? Ich finde, das ist übertrieben. Das muss nicht sein. So. Hier ist die Luft auch irgendwie seltsam. Wir haben diese lila Pünktchen und es knistert. Es wird dunkel. Ah, okay. Land's End. Alles klar. Oh, hier ist einfach noch eine Barrikade. Man kommt da noch überhaupt nicht hin. Das sieht so interessant da drüben aus. Okay, haben wir noch mal so ein bisschen einen Überblick. Aber das Wasser, das haben wir ja eigentlich alles gesehen. Ne? Das ist jetzt nichts Neues für uns. Warum sieht das da so seltsam aus? Da muss doch irgendwas sein. Da muss man doch irgendwie hinkommen. Oh.
Ist das da Honigwaben oder was ist das? Oder Pilze an den Bäumen? Mal gucken. Ja, hier ist vielleicht einfach noch eine Barrikade, weil es halt noch nicht fertig ist. Kriege ich denn hier irgendwie was Spezielles? Woodlock. Nö. Ich will jetzt nicht so lange darauf eindreschen. Es wird sonst nämlich einfach zu schwer. Packen das hier erstmal alles hier rüber. Tja, okay, hier ist also auf jeden Fall Feierabend für uns. Weiter geht's hier nicht. Ach, schade. Na gut, das heißt, wir werden uns wieder ein bisschen den Berg hinunterwagen und mal gucken, was denn da noch so kommt. Can feel the strength of the earth, ja, in dem Gebiet sind wir jetzt ja schon die ganze Zeit. Aber hier sind auch lauter so kaputte Bäume. Ich weiß, da unten war irgendwie ein Fluss und da waren aber auch immer zwei Kanus. An denen musste ich nämlich vorbei, um zu den Paras zu kommen, wo wir den dann letzten Endes hier gezähmt haben. Ach, es wird auf jeden Fall wieder hell. Aber es sieht cool aus da unten. Diese kaputten Bäume, das ist irgendwie geil. Ziemlich, ziemlich fetzig. Wir können ja auch hier nochmal kurz auf die Map gucken. Tja, mal gucken, wie weit wir jetzt wieder zurückgehen müssen. Bis wir wieder irgendwie neues Land finden. Aber hier sieht es doch aus, als käme man hier eventuell runter, ohne sich gleich alles zu brechen. Ja, es soll ja in den Höhlen also kleine Mini-Endbosse geben. Also es gibt keinen richtigen Boss hier. Also nicht irgendwie Artefakte, die man sammeln muss. Und dann teleportiert man sich zum Drachen oder was weiß ich. Sondern es gibt halt wohl in jeder Höhle einen kleinen Endboss. Also ich weiß nicht, ob in jeder Höhle, aber da drüben ist doch wieder eine. Aber es gibt wohl in Höhlen so kleine Mini-Bosse. Das ist natürlich auch interessant. Wir wollen hier nicht abstürzen. Wir geben dir direkt mal was auf Leben. Na je, ob wir da irgendwie auf 500 kommen. Mal gucken. Da unten sind Pferde. Oh. Wie schön. Was war das, was da gerade geflackert hat? Das ist auf jeden Fall Trikes. Gallimimus. Hier gibt es doch bestimmt mal irgendwo ein Nest. Also wir sind hier auf jeden Fall jetzt mal in einem anderen Biom. Jetzt haben wir hier den Nadelwald zurückgelassen und sind hier in einem anderen Biom. Das sieht hier doch richtig nett und freundlich aus. Da läuft noch ein Babypaar. Und hier ist wieder der Gentle Wind. Ja, ich halte mich hier einfach mal ein bisschen auf. Spazier mal hier so zwischen den Tieren lang. Vielleicht finden wir ja irgendwo mal ein Nest mit einem Ei. So, ich gehe jetzt hier doch erstmal zu dieser Höhle, die wir gerade von oben gesehen haben. Mal reinlunzen, was es hier so gibt. Ob das hier immer so ist, dass sie irgendwie abgeschlossen sind. Auf jeden Fall gibt es hier fette Kristalle. Und irgendwie habe ich den Verdacht, ich könnte mir auch mal eine Fackel machen. Feuerstein, Holz und Stein. Das kriegen wir ja wohl irgendwie gebacken. Feuerstein, Holz und Stein. Das ist kein Holz. Das ist Holz. So. Und dann machen wir uns doch mal eine Fackel. Plump. Legen wir die anstelle der Bandagen da rein. Legen wir das hier weg. So, du hast übrigens hier auch das von mir, ne? Ja, irgendwie die Suppe, die kann ich irgendwie nicht essen. Weiß ja auch nicht wieso. Sieben. Vielleicht ist das ja nur eine Ressourcenhöhle. Tja. Sieht fast so aus. Also, selten man kann hier irgendwo einen Stein wegkloppen. Kann ich jetzt aber nicht erkennen. Die sehen hier nicht wegklopfbar aus. Na gut, dann ist es halt nur eine Ressourcenhöhle. Ist ja auch nett.
Das sieht ja hier schon wieder nach einem neuen Gebiet aus. Also wir waren gerade nur da hinten bei dieser Höhle. Ihr seht ja, da hinten sind auch noch die Nadelwälder zu sehen. Das hier hat schon so einen richtigen Dschungelcharakter. Das sieht sehr, sehr cool aus. Ja, so richtig die hohen Felsen, die hohen schmalen und hier diese Lianen an den Bäumen. Das sieht sehr, sehr gut aus. Gefällt mir. Kennen wir doch mal, was es hier gibt. Ah, da unten ist der Wasserfall. Ich meine, unten am Wasserfall standen die beiden Kanus. Was ist das? Hilfe! Something is going wrong. Bin ich jetzt krank? Okay, vielleicht darf man hier einfach nicht zu nah ans Wasser. Ich habe ja jetzt nur Insekten gehört, aber keine gesehen. Und das ist grundsätzlich dieses Biom. Ja. Was ist denn das hier? Draining some of your blood. Aha. Okay, im Sumpf gibt es Mücken. Ja, macht ja irgendwie Sinn. Jetzt halt die Frage, ist das nur ein bestimmter Bereich oder ist das da überall so? Ich befürchte ja beinahe, ist es überall so, was ja schade ist, weil ich hätte es mir jetzt echt gerne angeguckt. Aber es hieß ja auch, dass die unterschiedlichen Biome. Oh. Vor allem haben wir Hunger. Ach, man kann ja hier immer nicht so schnell essen. Ich vergesse es jedes Mal. Ui, das kann man aber sehr lange hier nicht essen. Das kann man immer noch nicht essen? Nee, warum nicht? Ich will es aber essen. Übertragen. Ich will es nicht übertragen, ich will es essen. Aha. Das Tierchen hat wieder ein Level ab. Die kann man aber schnell essen. Die Frage ist halt nur, bringt mir das irgendwas? Da sind die Kanus. Da hinten, da über meinem Kopf, an den Bäumen. Kommt man denn hier wenigstens irgendwie rüber? Oder geht das auch nicht? Wäre ich da direkt moskitorisiert? Ich will nur mal kurz rüber. Mehr nicht. Mal was trinken. Was essen. Ach, hier ist mal wieder eine Säule. Da ist doch mal ein Tier. Ah, ein Dilo. Geh doch mal irgendwie weiter. Oh, dieses ewige Steckengebleibe und. Komm. Muss ich jetzt echt den Stein hier wegmachen oder was? Oh, es ist so nervig, ey. So, na also, geht doch. War doch jetzt so. Schwer nicht. Okay, können wir hier einfach irgendwie mehr Abstand halten? Scheiße. Wir können hier irgendwie nicht mehr Abstand halten, oder? Ja, warum kommen die denn auch direkt hierher? Die waren doch gerade eben weiter. Komm schnell, Augen zu und durch. Da schon wieder die blöden Mücken. Es nervt. Hier haben wir doch unseren Para gezähmt. Oder hier in der Nähe zumindest. Werden wir zufällig verfolgt? Nö. Okay, dann ist ja alles gut. Schade, ich würde sehr gerne in dieses Biom. Aber es geht nicht. Man lässt mich nicht. Traurig. Muss man vielleicht die ganze Zeit Bug Repellent tragen? Vielleicht geht das dann.
Na gut, dann gehen wir eben hier erstmal am Seeufer weiter. Hier waren wir ja schon. Jetzt sind wir an der Stelle, wo wir den Para gezähmt haben. Da sind die Eltern. Die sind noch da. Und wir stecken schon wieder fest. Na klar, na klar. Na, erkennt ihr mich wieder? Bin ganz schön groß geworden. Ich glaube, ich habe noch mal eins von diesen, von diesen Dingern entdeckt. Wieder mit einem Raptor oben drauf. Das hatten wir ja schon. Das war nur nicht hier. Oder war das hier? Nee, das kann eigentlich nicht sein. Ich bin jetzt hier auf so einem Plateau. Und wir hängen schon wieder irgendwo fest. Hier ist eigentlich alles voller Pferde. Ja, mit den Dingern wird es schon auch noch mal irgendwas auf sich haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass man da irgendwie den Stein in der Mitte unten wegmachen kann. Und dann ist da irgendwie was drunter oder so. Ah ja, hier kommen auf jeden Fall wieder solche Bäume von... und ein Kanu. Was sind das da am Wasser? Sind die Metrodon? Ja, ich glaube schon. Das sind von Extinction, ne? Die Bäume, oder? Da gab es sie doch, diese runden, roten. Aber sieht ja fast so aus, ja, ja, als ob wir so langsam wieder in den Wald kommen, wo wir angefangen haben. Interessant. Also ich hätte jetzt gerne so ein Karno-Nest mit einem Ei und mit einem Max-Level-Weibchen oder so. Das würde ich mir dann gerne mal klauen. Ja, ich frage mich auch, was diese schwebenden Tempelchen ja jetzt hier direkt über meinem Kopf, was die zu bedeuten haben. Es ist nicht der einzige. Es gibt davon zwei mindestens, könnten auch drei sein, falls ich den hier noch nie gesehen habe. Einer war in etwa da, wo wir... Oh, ein Rex. Wo wir gewohnt haben. Krass, die gibt es hier also auch. Okay. Und ein auffällig weißes Pferd. Aber es hat einen schwarzen Schweif. Ah, der hat ja ein Leveltier. Das ist unfassbar. So, macht mich das ein bisschen fitter. Ich würde auch einen Rex einnehmen, wenn ich eins finde. Hier drüben, das ist irgendwo wieder dieser Dschungel, wo es die Moskitos gibt, denke ich mal. Und in die Richtung wird es halt wieder zu dem Wald, den wir ja eigentlich schon kennen. Wenn wir uns das Ganze hier mal so auf der Map angucken. Ne, wir haben jetzt diesen... Hä? Ja, diesen ganzen Bereich, da haben wir uns angesehen. Und jetzt kommen wir hier so langsam wieder dahin zurück, wo wir ja mal angefangen haben. Aber es muss ja noch irgendwie weiter in die Richtung gehen. Das ist ja... ungefähr ein Viertel, was wir jetzt gesehen haben. Da hinten diese Ecke, da konnten wir nicht hin. Da war noch die Barrikade, beziehungsweise diese Todeszone. Hier haben wir jetzt so eine Ecke, das, was da so langsam braun wird, wo jetzt der Pfeil hin zeigt. Ne? Das ist diese sumpfige Region. Ja, und jetzt, wie gesagt, sind wir wieder im Prinzip da, wo wir angefangen haben. Ja, in die Richtung, wo der Rex ist, ist noch ein weißer Fleck auf der Map. Aber in die Richtung muss es halt doch ja auch noch irgendwie weitergehen. Wir hatten ja schon gesehen, als wir angefangen haben, da ganz unten in der Richtung, da schien ja gar nichts zu sein. Da war einfach nur kahle Wiese, da war nichts weiter. Und nun ja, ja, wie soll man denn da oben hinkommen, wenn man nicht fliegen kann? Oder, also ich meine, warum schweben die da? Wird man da irgendwann hin teleportiert oder was? Ich habe keine Ahnung. Ui, es ist 20 Uhr, es ist schon relativ spät. Ja, ein Rex, das gibt's ja wohl nicht. Oh, da ist eine Ruine. Oh, die sieht groß aus. Wollen wir da mal hin? Vielleicht finden wir ja was Schönes. Es sind auf jeden Fall noch ordentlich viele Triceratopse zwischen uns und dem Rex. Was war das? Oh, die Geräusche von meinem eigenen Sattel. Ja, beim allerersten Mal haben wir ja wirklich einen Schrank gefunden, ne? Und jetzt haben wir ja immer nur Kisten, aber es kann natürlich sein, dass sie einfach die Optik geändert wurde, weil das halt einfach der Schrank war, dem, da ist sie, den man ja so unter normalen Umständen bauen kann. Search Stuff. Oh, Lederstiefel. Metall. Eine Steinpicke. Lederstiefel ist natürlich nice. Aber sie sind so gut wie kaputt. Fasern und Leder haben wir aber. Kann ich die denn hier so reparieren? Nee. Brauche ich wahrscheinlich die,
die entsprechende Werkbank für. Wir packen alles wieder hier in unser Tier. Nur meine Pfeile behalte ich. Wenn es zu viel wird, dann schmeißen wir natürlich irgendwelchen Schrott raus. Kann es denn hier mehrere Kisten geben? Weil es so groß hier ist. Na, aber sieht nicht so aus. Ja, cool. Vielen Dank dafür schon mal. Und ja, ich begebe mich dann irgendwie weiter in die Richtung nach da oben. Das sieht schon echt faszinierend aus, dieses Ding da. Ja, genau. Weiter in die Richtung. Oh, wie schön. Gerade ist hier die Aurora Borealis oder Australis, je nachdem, wo wir uns auf dem Erdball befinden, angegangen. Oh, super. Total faszinierend. Ja, ich weiß, es soll auf jeden Fall auch ein Schneebiom geben. Ich habe nämlich schon gehört, dass das so kalt sein soll, dass man da eigentlich instant tot ist. Ist das da drüben ein kleiner Babypronto? Na, wie niedlich. Oh, es ist ja nicht auszuhalten. Süß. Sehr, sehr süß. Ach, guck, da gibt es auch wieder so ein paar spitze Zacken. So, wo sind wir denn eigentlich? Ja, wir versuchen ja eigentlich immer noch da hinten an der Wand sozusagen lang zu gehen. Hier gibt es die blau leuchtenden Bäume. Da hinten hat man schon gesehen, da gibt es so die gelb-grünlich leuchtenden Bäume. Bin gerade von da unten gekommen. Jetzt gucken wir doch mal, ob hier oben auch alles so mit Insekten voll ist oder ob man hier vielleicht doch mal Karnos! Da sieht man die gelb leuchtenden Bäume. Shit, verdammt, noch eins. Wir haben was gesehen. Bitte nicht mich. Okay, sie sind aber in die andere Richtung weitergelatscht. Oder? Ah, klasse, Gallimimus. Ganz toll. Du sollst wegbleiben. Die haben den erwischt. Der blutet. Oh, es ist schön hier. Oh, mit den Palmen, das gefällt mir. Man hier hoch? Ist hier jemand? Nö, sieht nicht so aus. Ob man hier dieses Palmenzeug... Oh, da ist wieder so ein Altar. Also, mal abgesehen von dem Schwebenden, meine ich. Die Karnos. Oh, die werden gejagt von Paririnos. Ich traue mich nicht so richtig abzusteigen, aber ich würde echt gern mal gucken, ob man hier dieses Palmzeug rauskriegt. Ne, sieht nicht so aus. Fackel wieder an. Zeug wieder in das Tier. Die haben so viel Kacke dabei. Also wirklich, also im Sinne von Blödsinn. Zeug, was man nicht braucht. Da sind noch mehr Karnos. Also hier ist offenbar Karnoland. Ob die Babys auch schon aggressiv sind oder ob die hier auch abhauen. Ich hätte ja viel lieber ein Nest. Weil das ist mit Sicherheit nicht aggressiv, das Nest. Der Galli ist aber auch selten dämlich. Meine Herren. Ja, was ich immer noch finde, was bei vielen solchen Spielen wie diesem hier so ein bisschen anstrengend ist, ist, dass aggressive Kreaturen immer aggressiv sind. Also es ist ja in der Natur sicherlich nicht so gewesen, dass... Oh, wir kommen wieder zurück, oder? Da drüben sehe ich doch einen Karno. Aber der sieht ganz blutig aus.
Es ist ja in der Natur auch nicht so, dass ein Löwe jede Gazelle tötet, die ihm irgendwie vor die Füße läuft. Ja, das machen die ja nicht. Die jagen und töten und fressen ja nur, wenn sie Hunger haben. Und das ist das, was ich in solchen Spielen mir auch wünschen würde, dass die Tiere halt nicht immer total aggro sind, sondern dass sie halt, ja, wenn sie Hunger haben, aggressiv sind. Oder eben zu einer bestimmten Tageszeit aggressiver sind. Das sind Hyänodons da hinten, ne? Oh, die sind auf jeden Fall schneller als wir. Da bin ich mir ziemlich sicher. Was war das? Oh, hier ist es saukalt. Müssen wir mal schnell wieder weg. Aha, nur hier oben. Ist interessant. Wie spät ist es denn? Naja, wir müssen noch 3 Stunden durchhalten. Das schaffen wir. Das da vorne sieht doch schon wieder aus wie irgendwie ein gigantomanisch großes Schädelkonstrukt, aber inzwischen schon versteinert. Mal abgesehen davon, dass hier auch die ersten Dödis sind, die ich überhaupt sehe. Oh, und Pegomastax, den kann ich ja jetzt auch gut gebrauchen. Das ist irgendein riesiger versteinerter Schädel. Das ist ja der Wahnsinn. Jetzt kommt bestimmt noch gleich der Pegomastax an. Wow. Es ist wahrscheinlich gleich wieder total kalt. Ja, da hinten ist definitiv das Schneebiom. Da hier nicht mal irgendwo runterlunzen. Aha. Schön. Sieht doch nett aus. Na, auch da unten noch mit dem Fluss oder was das da ist. Das sieht doch sehr, sehr nett aus. Aber zuerst wollen wir natürlich hier dieses Riesenskelett betrachten. Ja, ist immer noch nicht sehr viel später. Ich weiß, noch 2 Stunden, dann wird es wieder einigermaßen hell. Vielleicht verbringen wir die einfach hier oben. Hier fühle ich mich einigermaßen sicher. Da unten sind nur Paririnos. Sonnenaufgang in Alemia oder auf Alemia. Ist immer noch tierisch dunkel, deswegen mache ich einfach mal kurz Gamma an. Wir wollen hier mal in diesen versteinerten Rippenkäfig. Okay, da ist schon mal eine rote Gemme. Mal gucken, was es hier sonst noch so gibt in Richtung Schädel. Hier sind Dödies. What? Bin ich irgendwie auf euer Nest getreten oder was? Was ist mit euch los? Ich habe doch überhaupt nichts gemacht. So nichts, nicht mal ansatzweise. Interessant. Merkwürdig aggressive kleine Tiere. So, krass, guckt euch das an. Klingelingeling, es ist offiziell Tag. Und wir haben hier nichts. Schade eigentlich. Ah, ein Teich. Oh, das ist aber nett hier. Sieht aus wie so eine warme Quelle oder sowas. Ist es auch. Guck mal, es dampft richtig. Cool. Ich will da jetzt nicht reingehen, weil ich irgendwie sieht es aus, als ob wir da nicht wieder rauskämen, so ohne weiteres. Vielleicht verbrüht es uns da drin ja auch. Aber auf jeden Fall ziemlich cool. Kannst immer noch nicht farmen. Shorty. So, wo sind wir denn eigentlich? Und was ist das, was da vorne zu sehen ist? Ja, eigentlich möchte ich das hier ganz gerne, ja, diese Lücke schließen. Ich schätze mal, wir waren ja beim letzten Mal so ungefähr, ja, von unserer Base aus am Rand entlang bis ungefähr so Latitude 70. Na, jetzt sind wir ja schon über der 50. Was ist das da vorne? Dieses komische. Sind das Kristalle oder was soll das sein? Da müssen wir mal kurz draufschlagen. Ist nur Deko oder man braucht die bessere Spitzhacke. Ist ja auch immer eine Option, also es kann ja auch sein. Oh, es sieht so nett aus mit der warmen Quelle. Aber wie viel es hiervon gibt. Cool. Also,
in der Realität wäre das auf jeden Fall der richtige Ort für mich zum Leben. Ich finde ja Baden total toll. Gucken, was passiert, wenn wir reingehen. Kann man trinken. Wird einem bestimmt nachts nicht kalt, wenn man da drin sitzt. Also so eine heiße Quelle, das ist genau das Richtige für mich. Da ist ein Pari-Baby. Oh. Oh, es ist gut. Oh, da hinten ist eine Dornenechse. Damit hätte ich hier allerdings nicht gerechnet. Ich habe die ganze Zeit diese Map für eine an Realismus sich orientierende Map gehalten, aber da vorne ist eine Dornenechse und die hat es ja nie gegeben. Das ist ja eine Fantasy-Kreatur. Ja, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Allerdings hätte ich damit gerechnet, dass es hier so bei heißen Quellen auch irgendwo sowas wie Schwefel gibt. Also es ist eine sehr, sehr nette Wohngegend hier. Bis natürlich auf die Dornenechsen. Die sind aggro. Ratsch, ratsch. So, nee, wir müssen eigentlich weiter in die Richtung. Na, irgendwo kommt dann hier wieder der Sumpf. Oh oh. Man sah au. Man sah uns. Und? Realisierst du mal, dass du angegriffen wirst? Nö. Da. Ah, das ist aber auch nett. Cool. Haha. Sozusagen den Hintereingang zu diesem Sumpf einerseits und diesen merkwürdigen Steinformationen gefunden. Das ist so klasse. Weil das da unten ist wahrscheinlich alles wieder so Moskito-Heaven. Ey, man muss doch da hinkommen. Das ist so gestaltet. Da muss doch irgendwas sein. Und schon wieder ein Level up. Ach, ist das toll. Es wird auch mal Zeit, dass wir irgendwie wieder so ein paar Bärenpflanzen finden. Ich meine, die hier sieht ja so aus, als ob hier Bären dran sind. Ne? Also man sieht sie ja, aber da kommen halt keine bei raus. Ach, guck an. Und da ist auch schon gleich die Kiste. Schnurzschnaff. Hey, ein Lederhemd. Oh, ein Stahlingots. Klasse. Ja, ich muss mir, glaube ich, mal den Rüstungsmacher lernen. Und dann kann ich nämlich auch diese Sachen mal reparieren. Schade nur, dass die Ruinen immer irgendwie gleich aussehen. Na, da unten ist eindeutig wieder der Moskitosumpf. Man kommt bestimmt hier irgendwie zu diesen Spitzbergen, nennen wir es mal das mit den spitzen Bergen. Okay, da unten laufen Gigantopithecus, Dödis. Da hinten läuft ein Raptor. Da hinten sind ganz schön viele Pegomastax. Und irgendwie habe ich den Verdacht, dass da ein Nest von denen ist. Genauso ist es auch. Level 7. Nest Level 10. Was heißt das? Dass da auch ein, wenn da was drin ist, eine Kreatur mit Level 10 drin ist? Ob die hier auch klauen können? Ich meine, hier hat ja irgendwie kein Tier wirklich irgendwelche Fähigkeiten. Aber wir können das ja gleich mal mit dem Anbrüllen ausprobieren.
Erstmal mal den Ping. Wir werden offenbar. Nö. Aha, soweit so gut. Ha. Sorry, Baby. Ich habe dein Elterntier getötet. Ah, Federn und Leder. Das ist ja hervorragend. So, ich habe gehört, man kann sich auch einfach wohl eine Weile hier aufhalten, aber jetzt ist hier ja schon ein Jungtier. Das heißt, dann ist er ja Destroy Nest. Aber guck mal, da sind doch... Stand hier nicht gerade noch was anderes da? Hm. Warum soll ich die denn immer zerstören? Damit die Tiere ja nicht wieder... Das ist doch irgendwie dumm. Okay, wir sehen, das Brüllen hat nicht funktioniert. Ein Pego Massacre ist ja nur was echt Kleines und trotzdem hat es nicht funktioniert. Schade. So, wir sind jetzt hier auf der Rückseite von diesem riesen versteinerten Dinosaurier. Da drüben sind wieder ein paar Dornechsen, müssen wir also ein bisschen Abstand halten. Haben gerade noch ein Baby-Dödi gesehen. Ich meine, der wäre blau gewesen, aber da die ja schon so sehr früh immer angreifen, konnte ich es mir so genau nicht angucken. Aber ich denke, wir werden hier auch mal langsam wieder die Segel raffen und setzen dann einfach unsere Tour beim nächsten Mal fort. Es gibt auf jeden Fall echt eine Menge zu entdecken, wie es scheint. Also wirklich viele, viele, viele unterschiedliche Biome. Ich hatte am Anfang befürchtet, die Map wäre gar nicht so wahnsinnig groß, weil irgendwie ja, in jede Richtung, in die wir gegangen sind, da kam man irgendwie nicht weiter. In der einen Seite, da schien nicht viel zu sein, in der anderen Richtung, da wurde man immer gleich umgebracht. Was ist das denn? Ach, guck an, hier gibt's Öl. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Und das Wasser ist hier interessant. Okay, wissen wir das also auch schon. Hier gibt es Öl. Und ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal wieder Schluss für heute. Wir haben eine Menge Kisten aufgemacht. Wir haben Lederrüstung gefunden. Auch wenn sie halb kaputt ist und ich sie nicht reparieren kann, weil ich halt nicht hier den Ledermachberuf gelernt habe. Wir haben ein paar mehr Biome uns angeguckt, sind auch ein paar Mal angegriffen worden, aber schnell genug weg gewesen, beziehungsweise haben sogar Pego Mastax getötet und ja, wissen jetzt, wo es Öl gibt, haben noch mehr rote Gemmen gefunden. Sehr schön, ich glaube, hier oben fühle ich mich einigermaßen sicher, sodass ich mich ausloggen kann. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Ark Alemia. Bis dann, ciao, ciao.